Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar Rise of the Tomb Raider. Ja, das Spiel gab es ja leider bisher nur auf, also für Xbox. Jetzt gibt es es allerdings auch für PS4. Was sehr schön ist, weil ich wollte das ja schon immer mal spielen. Und ja, ist sozusagen die Fortsetzung von dem vorigen Tomb Raider, was wirklich einfach nur Tomb Raider hieß. Und die Vorgeschichte von Lara erzählt hat. Und ich weiß auch nicht ganz genau, worum es hier geht. Also ich habe zwar Ausschnitte gesehen und so, Lara auf Expedition. Aber ich spiele das Spiel auch komplett blind. Ich habe mir vorher noch gar nichts dazu angesehen. Da es ja auch ein Tomb Raider ist und ich so ein bisschen auch die Steuerung und so kenne. Hoffentlich, dass sich das nicht geändert hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach das Spiel und viel Spaß, sowohl für euch als auch für mich. Schwierigkeitsgrad. Ich nehme mal an, Tomb Raider ist normal. Deswegen nehme ich das jetzt einfach. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen. Sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Lara ist wieder sehr hübsch animiert. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Okay, jetzt können wir Lara steuern. Der Weg führt den Berg rauf. Erreichen Sie den Berggipfel. Allerdings will ich mal kurz gucken. Ich möchte Untertitel anstellen. Wo haben wir das? Das müsste bei... Ach, hier. Einen Farbe? Eine ohne Farbe? Okay, jetzt habe ich noch nie gehabt. Also manchmal einen in Farbe. Bin ich mal gespannt, was das... Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Nehmen wir mal an, es hey, wird ein klitzekleines selbst wenn wir hier nichts Tutorial finden, geben. Denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Boah, guckt euch doch das hier an. Boah, ich hätte so einen Schiss. Aber wir kennen ja Lara, für die ist das kein Problem. Wow. Oh. Scheiße. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Kann ich schon irgendwas drücken oder so? Nein, Sarah! Ups, Scheiße. Oh. Verdammt, das war knapp. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Komme ich wieder ich hoch? Bin hier! Nein! Scheiße! Ja, das war natürlich jetzt blöd von mir. Ah, ich bin gut, ich kann wieder springen. Also, das ist ähnlich wie in dem vorigen Teil.
Okay, also hier komme ich hoch. Ja, es erinnert mich an den vorigen Teil. Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ja, komm ich nicht hoch. Merkt, das ist wirklich von Crystal Dynamics, weil die Steuerung sehr ähnlich ist. Hier können wir bestimmt rüberspringen. Ja. Und festhalten. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Hab dich. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja! Los, komm! Ja, ich erinnere mich noch an Jonah aus dem letzten Teil, obwohl ich den schon länger nicht gespielt habe. Da müssen wir wohl durch. Aber der hat überlebt, genauso wie die andere Frau. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen. Aber die, die Lara immer so ein bisschen fertig gemacht hat und am Ende doch ihre Freundin war. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Wieder so starker Sturm. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Aber sie hat eine vollkommen andere Stimme, oder kommt mir das nur so vor? Doch, ja, ich glaube, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, hat sie eine andere Stimme als vorher. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Vor allem Seufzen am Ende. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleibt nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Er kommt wohl nach, hoffe ich. Dass er das auch hinkriegt. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Wow. Oh, Scheiße! Das war knapp! Weiter, Lara, das schaffst du. Oh nein! Oh nein! Oh. Jonah, festhalten! Scheiße! Ich bin dein Anker! Schaffst du's rüber? Ich schaffe das! Warum zieht's jetzt nicht mehr? Ach so, jetzt. Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil. Hast geschafft, Lara. Du packst es. Gott, wo soll ich hin? Wow. Was? Was Lara nicht alles schafft. Jonah! Wir haben es geschafft! Ich sehe die Ruinen! Oh Gott! Ich habe das Gefühl, dass der stirbt. Lara! Ah! Wow! Oh
Gott. Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Schwingen! Komm schon, Lara! Nochmal. So, jetzt schaffen wir's. Scheiße! Lara, du suchst ja. Ich kann dich nicht halten! Das Seil rutscht! Ich muss nochmal schwingen! Jetzt! Jetzt schaffen wir's! Klettern! Scheiße! Schneller, verdammt! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Oder Spannung pur hier. Zwei Wochen zuvor. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Jonah tot ist. Ja, London, ihre Heimatstadt. Ist jetzt in irgendwelchen Slums? Es ist oder die größte so? Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen. Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Dann sag. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Bestimmt Richard, also ihr Vater. Wie alt wird sie jetzt sein? Anfang 20? Da ist ja auch nach dem letzten Teil spielt.
mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Miliz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Was? Großer Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Arschloch! Oh, nein! Papa doch von dir! Nein! Boah. Westgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Okay. Aber bevor es hier weitergeht, beziehungsweise richtig losgeht, mache ich erstmal den ersten Stopp und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, weil ich mag ja Tomb Raider sehr. Und ja, also sehen wir uns im nächsten Part. Eure Sarasa.